Und jetzt kommt Brückenproblem, schneller. Schneller, werden wir gleich sehen. Schneller, mache ich mal gleich in hellgrün. Schneller. Warum schneller? Na, ganz einfach. Ich wäre doch mit dem Klammerbeutel gepudert, so wie in der anderen Variante, zu sagen, ah, naja, gut, ich lege meine Y-Achse genau in diesen Wert hier in 0 rein. Dann habe ich nämlich ein Problem, da muss ich eine echte große Rechnung veranstalten. Ich zeige mal, wie es besser und einfacher und schneller geht. Wenn ich sage, ich lege meine Y-Achse nicht hier herein, sondern hier, was denn dann? Ich habe es mal extra ein bisschen daneben gemalt, damit man es besser sieht, die 7 Meter. Also hier ist Y und hier ist wieder X. Also hier diese ist die X-Achse. Was passiert dann? Dann habe ich doch einen riesen Vorteil. Ich habe nämlich eine Symmetrie nach links und rechts. Natürlich, ich kann jetzt, und das lohnt sich immer ranzuschreiben, ich kann jetzt folgende Werte sagen. Das heißt, F von 0 ist gleich 7 Meter. Am besten, ich schreibe mir nochmal eine Konvention hin. Ne? Ein Meter ist gleich eine Längeneinheit. Und dann kann ich ganz sauber arbeiten und hinterher wieder zurückentwickeln und sagen, na gut, dann habe ich alles, was ich gerechnet habe, in Meter. Also, F von 0, ne? X Richtung 0, ist genau 7. Peng. Nächstes Ding, was kann man noch hier draus machen? Man kann sagen, okay, wenn das 49 insgesamt Meter sind, dann ist hier F von Hälfte von 49 ist 24,5. Ist gleich 0. Oh, auch schön. Gut. Was hätten wir noch? Na, relativ wenig. Aber bei solchen Parabeln, die symmetrisch zur Y-Achse liegen, habe ich nämlich gar kein B. Ich könnte auch hier nochmal aus diesem Wert hier die Scheitelpunktform ermitteln, aber das ist umständlich und trotzdem mache ich es mal sicherheitshalber, um zu beweisen, dass kein B da ist. Also, wenn ich dann sage, na gut, der Scheitelpunkt heißt hier 0 und 7. Gut, schön. Wenn ich daraus die Scheitelpunktform ermittle, mache ich mal in dunkelgrün, dann heißt die ja f von x ist gleich, und das war ja diese Klammervariante in Klammern zum Quadrat und so weiter, ne, plus noch was, lasse ich nochmal kurz weg, denn ich darf ja meinen a nicht vergessen. Ich weiß ja nicht, ob das eine stinknormale Normalparabel ist, also muss ich mein a hinschreiben, weil das Ding scheint ja gestreckt zu sein irgendwie. Gut, a mal, und jetzt kommt die Scheitelpunktform an sich, und die heißt x, und jetzt kommt der erste Scheitelpunktswert, das d und das e, 0, plus oder minus 0 kann ich schreiben, ist egal, in Klammern zum Quadrat, und dann plus 7. Wenn ich das ausmultipliziere, was bleibt denn hier drin? X plus 0 bleibt x zum Quadrat. Dann kann ich sagen, f von x heißt dann ax Quadrat plus 7. Na, damit lässt sich doch wesentlich leichter arbeiten. So, wenn ich jetzt von meiner allgemeinen Geschichte weitergehe und sage, na, aha, ich kann doch sagen, bei hier, das ist wichtig. Ich mache mal in Blau weiter. In Dunkelblau. Ich mache mal hier drüben weiter. Wenn ich sagen kann, f von 24,5 ist gleich 0. Hier an der Stelle ist 0. Aha. Dann kann ich doch auch mit der Form im Zusammenhang sagen, wenn das 0 ist, kann ich auch 0 hinschreiben, statt des y-Wertes. Ne? Der ist hier an der Stelle 0. Hier auch, aber der interessiert mich jetzt. Und da das Ding symmetrisch ist, ist es egal, ob ich mit dem negativen oder dem positiven Wert arbeite. 0 ist gleich. Und jetzt setze ich mal ein, was ich weiß. Ich kann also hier 0 ist gleich. Und das mache ich mal hier drüben. So. Was setze ich jetzt ein? A weiß ich noch nicht, aber x zum Quadrat weiß ich. 24,5 mal 24,5 sind 600,25. Und jetzt hatte ich gesagt plus 7, das darf ich ja nicht vergessen. Och, jetzt wird es aber schön. Wenn ich das nämlich umstelle, also minus 7, dann habe ich hier minus 7 stehen. Und diese 600,25a, man schreibt immer die Parameter vor die Variable, und teile nochmal durch 600,25, na wunderbar, dann habe ich minus 7, 600,25 ist gleich a. Na, ausgezeichnet, mehr brauche ich ja nicht. Dann bin ich doch im Prinzip schon fertig. Und jetzt guckt mal auf das andere Video, ne, das habe ich hier auch rausgekriegt, für das a. Das a sagt ja,
wie die Kurvenform ist. Nicht wie sie liegt, ob sie links und rechts liegt, der Y-Achse oder sowas, das sagt A nicht, sondern ist das Ding etwas sehr gestreckt oder sehr gestaucht. Das gleiche gilt auch. So eine Parabel, also mit positiver Öffnung, ne? Also das bis dahin. So, und wenn ich jetzt sage, gut, weiter. Ich habe mein A rausgekriegt, das kürzt man dann zweckmäßigerweise. Leute, schreibt keine Kommazahlen, da geht es nämlich ganz schnell schief. Aber da ich das ja aus die 24,25, die sind ja aus 49 halben entstanden, kann ich den ganzen Mist schön durch 7 kürzen. Dann habe ich minus 1 durch 85,75. Das ist A. Und das Schickste kommt jetzt, ich kann sofort meine Funktionsgleichung aufstellen. F von x ist, ne, hier, meine ganz allgemeine. Und jetzt schreibe ich statt dieses a's, schreibe ich diesen Wert, ist gleich minus 1. Am besten ihr schreibt das Minus nicht vor die vor dem Bruchstrich, weil das sonst ganz schnell damit verschmilzt und verschwindet. Diese 85,75 x Quadrat, ne, hier dieses x Quadrat. Und jetzt kommt bloß noch plus 7. Also das b ist ja in diesem Fall, wenn ich die Kurve genau symmetrisch so in das Koordinatensystem reinlege, gibt es kein B. Ich hoffe, diese Variante hilft euch. So, ihr könnt ja auch noch mal gucken, wie es der Schüler erklärt hat. Der hat sogar noch mit erster Ableitung erklärt und so weiter, aber das war ein bisschen zu weit geschossen. Aber das können wir ihm durchaus verzeihen. Er hat sich ja alle Mühe gegeben. Gut, ich hoffe, es hat euch geholfen, das Brückenproblem zu lösen. Bis später. Tschüss.